Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Frontiers. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. So. Die große Preisfrage ist jetzt so ein bisschen... Haben wir irgendwas im Lager, was wir verkaufen können? Ich würde jetzt vorschlagen, gib mir mal die Anhänger. Häng den mal ab. Jo. Bäh. Na, dann fahren doch rum. Ja. Ach, Mensch. Entschuldigung, einfach abhängen. Einfach, was machst du? So. Okay. Einmal weg das Zeug. Oh, ich habe ein bisschen Husterli. Hier eine Lutschtablette nehmen. Moment. Ich verkaufe jetzt einmal Rübenschnitzel. In den Salzkraftwerk? Na, nee. Ich glaube, nee, nee. Ja, fahr zuerst. Können wir eigentlich etwas in die DA von einem anderen Spieler schmeißen? Können wir theoretisch schon, aber wir werden nicht bezahlt. Nee? Nein. Weil es ja eigentlich von dem anderen ist. Weil wenn du mal auf den Brotpreis guckst, dann hat jede Bäckerei einen Ankaufspreis. Okay. Ja, das ist richtig, das ist im Spiel so, aber du kannst... weil es kein Verkaufspunkt ist. Du hast keinen... Also du bekommst nichts, wenn das Ding im Besitz von einem anderen ist. Hm. Ja, müsste der dir dann Geld überweisen. Der Marc, kannst du mir mal den Ladewagen zurücksetzen? Darf ich noch kurz... Ja. Stroh? Was machst denn du? Ich muss noch Stroh in... Nee, Marc. Was machst du mit dem Flug? Ich hab keinen Flug. Nee, das ist wieder... Einer von Milo. Keule. Oder Keule, ja, sorry. Welches Feld ist denn jetzt unterwegs? Ey, der wird ziemlich langsam bei uns, ne? Ich fahr Stroh schnell in den Stein, der fährt zurück. Auf die 21 von uns. Der ist mitten auf der 21 bei uns mit dem Flug. Der hat den Flug auf der 21 abgestellt. Was soll denn das? Das ist bestimmt ein Mietgerät. Mhm. Ich fahr den jetzt runter. Ich hab Pflege drauf. Hat er auch Flüge drauf? Er hat keinen Lohner. Gemietet von Keule, ja, das ist so ein Ding von der Mission. Ja, aber... Achso, er kann nichts kaputt fahren, oder wie? Er kann nichts kaputt fahren. Nee, wenn er keinen Lohn hat, nicht. Okay. Er hat doch Kuhstelle, oder? Ja. Theoretisch könnten wir irgendeinen Rubber oder so von der Mission bei ihm in den Kuhstall fahren und dann ausbreiten. Lol. Alter, Marc, wie geil ist diese Idee? Ey, wie geil ist diese Idee? Ah, ich kann den nicht in die Mitte zurücksetzen. Das ist der von Milo. Immer noch Keule. Der Ladewagen. Nee, der Ladewagen. Aber ich kann den zurücksetzen. Okay. Nicht den Ladewagen. Den Ballenladewagen, Entschuldigung. Ach, den. Ja, du sagtest eben nur Ladewagen. Ich setze dir zurück, Moment. Haben wir einen... Haben wir irgendwas? Gruppe oder irgendwas? Steht in der Mitte. Nee. Haben wir eine Gruppe oder irgendwas rumstehen? Wir haben zwei Flüge und ja. Wir haben einen Grubber auf der Insel, wo jetzt gerade Keule ist. Wisst ihr das? Ja. Wenn der von der Höhe her in den Stall passt und du den da dritten ausbrütest, dann ist das richtig schief. Oh, nee, war. Kauf mal bitte, setzt mal einen Traktor zurück, den ihr nicht mehr braucht. Und kauft mal bitte noch 3-4 Silagebeine und fahrt die hoch.
Also ich kann den Flug nicht raussetzen, ich probiere ihn mal rauszuschieben. Hat Physilon, ne? Möglicherweise. Aber ich glaube, ich habe letztens... Nee, hat er nicht. Keiner hat aktuell Lona von uns. Was für eine Bullshit-Aktion, ey. Was macht er denn jetzt hier? Ich will nur durch, bitte. Ich will nicht zu dir, ich will eins weiter. Ja, Moment. Lass mich mal durch. Moment, drängen Sie doch bitte nicht so. Ich will eins weiter, warte. Ich fahr nur durch, wenn das okay ist. Keine Angst, den Flug habe ich schon weg. Ich weiß, der wiegt nichts, das Mistding. Ja, aber mit dieser Aktion ist mir eine bombastische Idee gekommen, aber die bringt mir bei dir nichts. Ich will woanders hin. Ja, oh, dann nee. Fun. Ja, das wird, könnte witzig werden, tatsächlich. Bin mir nicht sicher, aber könnte witzig werden. Warum macht das? Wie viele Ballen soll ich holen, Tino? Wie viele Ballen? Was wir kriegen? Ja. Silage. So Silage, Silage Quader. Gebühren. Zählt noch irgendjemand das Stück hier an, das letzte? Leute, erst das Feld fertig machen, bitte. Erst das Feld fertig machen. Unten habe ich nicht dran gedacht. Ja. Und auch gleich Striegen und der ganze Fasching. Moment, wann verkaufen wir wieder Kühe? Wann müssten wir wieder verkaufen? 100%. 70, 60, 10. 70, 60, 10. Oh, 70, 60, 10 passt sogar, ne? So halbwegs. Müssten wir, glaube ich, um 18 Uhr wieder verkaufen. In 10 Stunden dann. 15, 16. 17 Uhr, glaube ich, schon. Sind die ersten auf 100%. Ja. Achso, ja gut. 17 Uhr in Game Zeit. Also Marc, man kann hier nicht mal was aussprechen, ohne dass es der andere schon weiß, ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Echt? Ja, ja, es ist übel. Ich glaube es zumindest. Oh, ich muss tanken. War die Tankstelle da? Wie sie jetzt Schafe gekauft? Schafe, Mist? Ja, da kann Zusammenhang. Gesehen. Muss leider tanken. Wir fahren der Tanker vorbei, ganz gut. Ja, bin ja schon dabei. Kann man den wirklich ohne Lohner, kann man den nicht anhängen, ne? Nein. Wir haben jetzt mal so weit rausgeschoben. Haben wir die Türen zugemacht bei unserem Stall? Nein, noch nicht. Ist klar. Einmal meinen Traktor zurücksetzen,
Die haben mich eingesperrt, die Schweine! Jetzt müssen wir echt aufpassen hier. Okay, ich bin wieder weg, Leute. Inkognito. Ich war nie da. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich war nie da. Naja. Bei Freezy hängst du. Wenn gewinnen, dann nicht so einfach. Ne? Das müssen wir jetzt auch mal dazu sagen. Marc? Ja. Props gehen raus. Muss ich sagen. Also. Was hast du denn jetzt? Ganz bedingt. Wir kennen noch einen anderen Channel gerade. Müssen ein bisschen ein Auge machen, ne? Wer zu uns rüberfährt. Marc nimmt hier oben das kleine Stückchen noch mit. Ja. Hier, ich dann nämlich gleich nochmal drüber. Habt ihr beide zu tun? Ja. Okay. Der zählt. Geil. Bin einmal tanken. Oh oh. Jungs, unser Geld. Ja. Wir sind am Arsch. Deswegen hab ich das eben gesagt. Ja, 17 Uhr kommt Früche, ist alles gut. Reicht doch, wenn wir dann Mischfutter machen, wir haben ja noch genug. Hast du die Stelle zugemacht bei unseren Toren, Marc? Gerade eben. Komplett zu, ja? Komplett zu, alle drei. Okay, super. Auf beiden Seiten. So. Striegel ist nett. Überlege, was man noch machen kann. Flug? Was können wir mit dem Flug machen? Den Flug hast du jetzt runtergekriegt vom Feld, ne? Ja, den habe ich runtergeschoben. Achso, die konntest du den ja wirklich nicht anhängen, ne? Nee. Einzige, was mir einfallen wird, mit dem Flug anhängen. Und dann quer in den Stall. Vorne an der Einfahrt rein. Stopp. Warte mal. Dass das Ding da festhängt. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine ziemlich gute Idee. Brauchen wir unseren Drescher jetzt aktuell? Nee, ne? Nö. Okay. War der Ballenwagen gemietet? Ja. Ah. Warum? Weil ich irgendwie dachte, wir hätten keine Mietfahrzeuge. Wir hatten auch keine. Deswegen habe ich den Ballenwagen geholt. Also wir hatten keine, deswegen habe ich den Ballenwagen geholt. Okay. Wie schnell ist denn der Drescher? Der ist nicht so schnell, ne? 32, glaube ich. Aber wir müssen heute nichts mehr ernten, ne? Nee. Okay.
In andere Höfe springen darf man nicht. Dafür habe ich damals eine Strafe bekommen. So, was macht man jetzt? Warte mal, was macht man jetzt? Oh, das war schon wieder voll. Was machen wir jetzt? Ich hätte eine gute Idee. Setz mal den Mähdrescher zurück in die Mitte. Ja. Welche Felder werden morgen reif? Die 18 und die 21 und die 20. Lohnt sich das jetzt noch? Also Drescher steht in der Mitte. Ja. Ihr hattet zu tun, ne? Jo. Balzenstriegel. Dann ist die 10 fertig? Danach muss sie fertig sein, ja. Mal kurz die Gelder auszahlen gehen. Oh, dickes Leck. Oh, mega dickes Leck. Oha. Bei mir ist Schampelt. Oh, nee, der kommt nicht wieder, oder? Oh. Kommt der wieder? Ihr fliegt alle. Oh, oh. Also. Gut, dann hat man das Mega-Leck besiegt, hoffentlich. Und es geht weiter. Also bei mir läuft schon, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Sind ja alle da, also. Aufnahme läuft auch schon. Alles gut. Na gut, ich gehe jetzt erstmal ganz gemütlich hier tanken. Für 37 Euro. 1970 hättest du damit voll. Das ist die 7. Egon. Könnt ihr einen Anhänger Rübenschnitzel vielleicht noch verkaufen? Ich kann rüberfahren, Marc. Gut. Ja, ich hab Pflege, weil da kann ich einfach drüber halten, deswegen. Da unten steht aber ein Schlepper, kannst du einfach reinspringen. Ach so! Mensch, schreibt doch mal Start jetzt, auf was warten die denn? Geht weiter. Ah, noch 3 Minuten. Ja, gut, dass ich mein Stream gut, dass ich schon weitergemacht habe. Die haben nämlich anscheinend noch weitergespielt. Die Schlingels. So, Moment, wo sind die Rüben? Wo ist der Hänger? Füße 10 Felder, leck mich am Arsch, ey. Der gibt richtig Gas jetzt. Wo ist der Hänger? Weiß ich nicht. Der Anhänger steht 13, Feld 13. Ja. Wie gut gilt man so einen Drescher geschoben? Man kann fast sagen, schlecht. Der hat ja ein bisschen Gewicht, also wenn er jetzt keinen oder so hast, könnte das schwer werden. Hm.
Rübenschnitzel wolltest du haben, ne? Ja. Alles klar. Komm. Wir müssen aufpassen, dass wir da keinen Lohner haben, ne? Muss ich oben am Verkaufspunkt verkaufen, ne? Wenn es nicht ins Haltkraftwerk geht, ja. Nee, leider nicht. Verdammt. Boah, der passt nicht rein mit der Zwillingsbereifung. LOL, der passt nicht rein mit der Zwillingsbereifung. Was ist das denn? Was rückwärts? Stopp. Okay. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hast du das Däumchen da? Ich bin erstmal raus. Bis dahin. Tschüss und ciao.